Ebenso ist die Entwicklung des Menschen eine zyklische. Auch einen Tag können wir in diverse Zyklen aufteilen. Und diesen Prozess, in dem die Zyklen zu immer höheren Ständen und Entwicklungsständen führen, nennt man Evolution. Tehát itt látható schematikusan a embernek a spirituális fejlődése, pontosabban a fiziológiai fejlődése. Also hier ist im Endeffekt die Entwicklung des Menschen, die physische Entwicklung, sowie aber auch die spirituelle Entwicklung des Menschen abgebildet. Und diese Abbildung würde er gern für die Bewusstseinszustände mal einführen. A léleknek és az éthertestnek különböző állapotai és minőségei vannak. Die Seele und der ätherische Körper haben unterschiedliche Zustände und Qualitäten. Ezek egy ömlesztve fordulnak elő így a lélekbe, illetve az éthertestben. Diese kommen immer zusammen, miteinander zusammen vor. Ahhoz, hogy ezek működni tudjanak, und damit diese funktionieren können, ki kell, hogy választodjanak, müssen sie richtig gewählt werden. Ez a tudatállapottal történik meg. Das geschieht über den Bewusstseinszustand. Tehát a tudatállapot kiválasztja azt a működést, aminek aktuálisan kell történnie. Wenn der Bewusstseinszustand die Funktionalität auswählt, die er gerade die es gerade braucht. És ez közvetíti a fiziológiának. Und diese Funktionen leitet es an die Physiologie weiter. Ugye, tehát itt van a lélek és az éthertest. Also auf der linken Seite haben wir die Seele und den ätherischen Körper. A tudatállapot ebből a raktárból kiválasztja az aktuálisat. Das Bewusstsein wählt das Aktuelle aus diesem Lager aus. És közvetíti a testi fiziológiának, hogy hajtsa végre. Und vermittelt an die Körperphysiologie, dass dieses Programm umgesetzt werden soll.